35 Jahre alt, 20 Davis Cup Nominierungen, 35 Matches für Deutschland. Diese Zahlen gehören zu Philipp Kohlschreiber. Sein Debüt gab er 2007 auswärts in Belgien. Seitdem ist er eine der Konstanten in der DTB-Mannschaft. Im Team zu spielen, muss ich sagen, das hat mir jetzt schon über so viele Jahre Spaß gemacht. Deswegen spiele ich ja auch schon, ja, ich weiß gar nicht, wie viel den Davis Cup, aber doch sind es jetzt schon ein paar geworden. Und ja, einerseits ist es natürlich Druck und eine Herausforderung, aber ich habe es eigentlich immer auch als positiven Nebeneffekt gespürt. Und deswegen glaube ich, kann ich auch sagen, dass ich immer sehr gerne gespielt habe und sehr, sehr oft gutes Tennis im Davis Cup gespielt habe. Seine positive Matchbilanz aus 12 Jahren Davis Cup spricht dafür. Persönliche Erinnerungen hat der gebürtige Augsburger viele. Insbesondere die ganz bestimmten Emotionen als Teil einer Mannschaft fesseln ihn regelmäßig. So ein großes Team immer da rumzuhaben, ist für mich auch ungewöhnlich, weil sonst reist man vielleicht mit seinem Coach und vielleicht nochmal mit seinem Fitnesstrainer. Aber hier hat man dann 10 Leute oder noch mehr, die einen unterstützen, indem man die Faust zurückwirft, wenn man einen guten Punkt macht. Und natürlich erinnere ich mich auch an Momente, wo man mal sagt, da hat man mal gewisse Sachen falsch eingeschätzt. Das gehört, glaube ich, aber auch im Leben dazu. Ich glaube, ein Leben läuft immer in Wellen und es gibt Höhen und Tiefen. Aber ich bin auf jeden Fall mehr oder viel mehr positiven Erinnerungen und Emotionen am Davis Cup. Einer, der ihn richtig gut kennt, ist Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Und er schätzt Kohli nicht nur als Spieler. Ich sehe ihn ja auch in der täglichen Arbeit im Bundesstützpunkt in Oberhaching, wo er ja auch trainiert. Und da ist er schon jemand, der auf die Jungen auch zugeht und da auch aktiv seine Meinung preisgibt, was A für die Jungen sehr, sehr wichtig ist, aber auch B für uns Trainer, weil Philipp einfach ein unglaublich gutes Auge hat und seine Meinung halt auch viel wert ist. Genauso tritt Philipp Kohlschreiber auch im Davis-Cup-Team auf. Dabei hat er sich mit seiner Rolle des Routiniers angefreundet. Ich glaube, ich bin einfach lang dabei. Ich werde immer als Führungsspieler vielleicht vom Alter her gesehen. Ich glaube, einfach vom Typ her passt es vielleicht auch so ganz nett, weil ich habe immer doch einen gesprächigen Mund, sage ich mal. Ich habe immer auch eine Meinung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, es muss jetzt so oder so gemacht werden. Da sind die Jungs auch alle viel zu cool drauf. Natürlich habe ich mehr Geschichten zu erzählen, weil ich schon länger dabei bin, aber es ist einfach eine coole Kombi. Sie halten mich jung und ich kann Ihnen vielleicht was von meinen Erfahrungen weitergeben. Die Teamkollegen als Jungbrunnen. Eine Kombination, die bislang und hoffentlich noch weiter gut funktioniert.